Ofenkäse. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. Heute gibt es wieder eine Menge zu besprechen. Unser Lieblingsstreamer hat gestern wieder gestreamt. Birella hat insgesamt 14.000 Euro Schulden bei PayPal. Und dann gibt es natürlich noch diese Leaks von Katal und dem Dräger, auf die mich natürlich auch viele angesprochen haben. Und da kann ich auch gleich ein bisschen was zu erzählen. Damit können wir auch gleich anfangen. Wir können das auch eigentlich recht schnell abhaken. Ich würde sagen, so 80% des dort Gesagten sind komplett erfunden. Es ist wie so oft, es gibt halt einen kleinen wahren Kern und dann wird eine Riesenstory drumherum aufgezogen, die halt null belegbar ist und null stimmt. Ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich in diesen ganzen, ich weiß gar nicht, ich glaube es waren 40 Minuten, wo Katal und der Drachenlord miteinander sprechen, ich das mal durchgehen soll und das mal alles komplett mal aufarbeiten soll, was da alles gelogen ist. Aber ganz ehrlich, genau das will diese Bubble ja. Die schmeißen jetzt wieder irgendwelche Geschichten raus, die ganz zufällig geleakt werden, weil es um den Dräger einfach zu langweilig wird. Er kann nicht alleine dafür sorgen, dass es spannend um ihn bleibt und er versinkt immer weiter in der Bedeutungslosigkeit und auf Dauer werden auch diese Top-Supporter bei ihm nicht mehr viel bereit sein zu geben. Das geht ja alles jetzt schon steil bergab. Und immer mal wieder kommt dann irgendwo hier mal wieder ein komisches Interview dazwischen oder da werden mal wieder irgendwelche Gerüchte über den Boxkampf wieder preisgegeben und ich habe mich selber auch schon gewundert, warum am Tag zuvor diese Boxstory auf einmal wieder aktiv angesprochen wurde, wo es doch monatelang irgendwie totgeschwiegen werden sollte und sogar der Dräger Leute gebannt hat in seinem Chat, weil die darüber gesprochen haben. Und auf einmal ist das Thema wieder da und das wird auch alles im Detail gesprochen und zugegeben. Und warum? Weil es halt zu langweilig wird um den Dräger. Ob das nun wirklich stattfinden wird mit dem Dräger, mit diesem Boxkampf jetzt hier, steht ja noch auf einem ganz anderen Blatt Papier. Hauptsache erstmal wieder ein paar Gerüchte raushauen, damit es wieder ein bisschen spannendes Zeug zu berichten gibt und der Dräger weiter im Gespräch bleibt. So wie bei diesem Interview jetzt hier. Mir wurde jetzt auch gesagt, dass jetzt dieser Plotti dieses Interview da geleakt haben soll, aber das wirkt mir alles so extrem zusammengeschnitten und so weiter. Also ich glaube ehrlich gesagt, das kommt halt aus dieser Katal-Bubble. Mir hat zum Beispiel gestern auch ein Null-Follower-Account auf Twitter, so ein Wegwerf-Account geschrieben, dass ich aufhören soll, über Rainer Videos zu machen oder mein Telefonat und die Sprachnachrichten an Katal werden geleakt. Es gab nie Sprachnachrichten und ich habe niemals mit Katal telefoniert. Ich glaube im Moment fest daran, dass diese Bubble um Rainer es satt hat, dass ich auf meinem Kanal hier über Rainer berichte und sie wissen, dass es mit ihm bergab geht und deshalb wollen sie alle Hater irgendwie verunglimpfen, dass der Hate in der Bubble entsteht und sie nicht mehr das abbekommen, was sie jetzt abbekommen, sondern dass sich untereinander bekriegt wird. Und schau da, kurz darauf kommen irgendwelche Leaks wieder raus von einem zufällig mitgeschnittenen Interview. Aber gehen wir mal auf ein paar wenige Punkte ein, die da gesagt wurden. Wie gesagt, das meiste davon ist sowieso falsch, aber ich kann mal ein bisschen was erzählen, was ich noch so aus Erinnerung sagen kann. Denn es gibt eigentlich nur eine Sache, die in der Grundgeschichte richtig ist. Und das ist, dass der Dräger einen Freund hatte, der den Hatern viele Infos hat zukommen lassen. Er hat den Dräger nach seinem Ford Ranger Verkauf auch bei sich mal kurz wohnen lassen, aber dass irgendwelche Hater, sei es ich oder Mimon oder sonst wer, den irgendwie unter Druck gesetzt haben, ist komplett lächerlich. Ich erzähle euch mal jetzt, was mit dieser Festplatten-Story da abgelaufen ist, denn das wird ja hier über mich jetzt auch angesprochen und auch komplett falsch wiedergegeben. Von daher kann ich das ja mal ein bisschen erklären und erläutern. Der Typ, über den da gesprochen wird, heißt Steffen, das sagen die beiden ja auch. Der hat mit Rainer halt schon sehr lange Kontakt gehabt und Rainer und Katal haben ja auch richtig gesagt, er hatte die ganzen Sachen von dem Dräger noch bei sich eingelagert, weil er da ja halt kurze Zeit mal gewohnt hat, also den PC und dann viele andere Sachen davon. Irgendwann hatte er halt auch keine Lust mehr auf den Dräger und er hat ihm gesagt, er soll seine Sachen da bitte alle abholen. Das war, meine ich, jetzt Anfang des Jahres, wenn ich mich so richtig erinnere. Da kamen ja irgendwann diese ganzen Sachen mit den Geschichten vom Dräger hoch und den Kameraaufnahmen, die dann alle gelegt wurden. Und wisst ihr, wer die alle auf Mega verteilt hat, also dort hochgeladen hat? Das war natürlich auch genau dieser Hater. Irgendwann danach hieß es dann von diesem Steffen an die Hater, dass er die Bestätigung hat vom Dräger, dass er alle diese restlichen Sachen verkaufen kann, weil der Dräger sie nicht mehr haben möchte. Also der Dräger hat seine Sachen nicht irgendwo einlagern können, konnte sie nicht irgendwie abholen und nachdem die beiden sich da ein bisschen gezofft haben, meinte der Dräger, schmeiß es weg, verbrenne es oder mach damit, was du willst. Und den Beweis, dass er das wirklich so zu ihm gesagt hat, habe ich auch. Und daraufhin hat der Steffen es den Hatern dann zum Kauf angeboten. Daher stimmt das. Ein paar Sachen hat Mimon bekommen, das meiste nur Müll und dann gab es halt noch diese Festplatte, die Mimon halt auch haben wollte als Sammlertrophäe, weil vorher ja schon diese Daten davon rumgingen im Internet, weil Steffen das halt schon hochgeladen hatte. Und im Endeffekt war es dann halt so, dass der Dräger die Sachen nicht mehr wollte, der Steffen laut dem Dräger halt machen konnte, was er wollte mit den Sachen und es dann im Endeffekt an Mimon gegangen ist, der diese Platte halt haben wollte. Die Festplatte ging natürlich nicht an mich, wie es Katal hier wieder irgendwie versucht hat darzustellen. Ich hatte zwei Leute, die gesagt haben, hey, wenn du deine Adresse nicht preisgeben willst, gib mir 20 Euro, dann nehme ich das Paket an und leite es dann an Mimon weiter. Wer wirklich glaubt, ich gehe mit meiner Adresse preis für eine Weiterleitung von einer Festplatte an Mimon, der ist wahrscheinlich als Kind zu heiß geröntgt worden. Daher nein, ich hatte die Festplatte nicht. Die ist nur über Leute an Mimon gegangen, die mir ihre Adresse zur Weiterleitung angeboten haben, damit meine Adresse nicht selber preisgegeben werden muss. Aber solche Details weiß Katal natürlich nicht und dann wird sich halt irgendeine Geschichte darum ausgedacht, auch dieses, dass Steffen ihn um 30.000, 35.000 Euro erleichtert haben soll, absoluter Bullshit, kann ich euch direkt sagen. Oder dass ich in Kontakt mit Katal stehe oder auch, dass irgendwelche Hater ihn vom Drachi zum Hater bekehrt haben und irgendwie Zwang angewendet haben oder sowas.
sowas, der war schon immer Hater. Schaut doch mal die Leaks der Videoüberwachung zum Beispiel an, die mal rumgingen. Das sind Sachen von 2021 oder so. Da hatte niemand, ob Mimon oder ich oder sonst wer, irgendwie Kontakt zu dem Steffen, aber er hat die Aufnahmen schon alle gespeichert. Warum? Weil er da schon Hater war. Und er wusste, dass er mit diesen Sachen dem Dräger irgendwann mal eins reinwürgen konnte. Und Mimon hat dann nur Sachen von dem gekauft, wo er den Beweis halt vom Dräger vorlegen konnte, dass Steffen das Eigentum nun daran hatte, weil er ihm gesagt habe, mach damit, was du willst. Ich will es nicht mehr. Und nur um das nochmal kurz aufzugreifen, diese Daten, die da hochgeladen wurden und im Internet rumgingen, kamen vor dem Festplattenversand ja schon von Steffen online. Das bedeutet, dass diese Stories von wegen Hausmädchen-Story auf seiner Festplatte ja auch alles drauf war. Diese Sachen hat der Steffen hochgeladen von der Festplatte von Rainer. Und das konnte Mimo dann halt danach auch noch bezeugen, halt, dass diese Daten da drauf waren, zum Beispiel diese Hausmädchen-Story mit den Metadaten von 2009. Also das mal hier, soweit ich mich jetzt erinnern konnte an diese Story, ist ja wie gesagt jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her, aber dieser ganze Müll von wegen, Steffen hat ihn beklaut und um 35.000 Euro gebracht und Karl, der See, war irgendwie involviert und Ufi hat Kontakt mit Katar und hat die Festplatte, das ist kompletter Blödsinn. Ist halt alles gelogen, um den Dräger irgendwie in dieser ganzen Geschichte in einem besseren Licht dastehen zu lassen. Also wie gesagt, im Grunde war halt dieser wahre Kern vorhanden, dass der Franken-Gamer, also Steffen, ein Hater war, aber alles drumherum mit Bestohlen und so weiter ist alles Quatsch. Aber wie gesagt, man muss es ja aufbauschen, um es interessanter, um den Dräger halt zu machen und um Ärger zwischen den Hatern aufzubauen, damit halt nicht mehr sich auf Rainer konzentriert wird. Ich kann auch gerne mal ein ganzes Video darüber machen und auf irgendwelche Fragen eingehen, die ihr zu dieser Story noch habt. Aber ich will mich ehrlich gesagt auch nicht mehr als nötig mit Katal und solchen gestellten Interviews, wo ganz zufällig irgendwas aufgenommen wird, wie der Steffen da vorgeführt wird, der natürlich mit dem Dräger gerade im Clinch liegt, mit irgendwie 80% Lügen in dieser Story, um es besser für den Dräger wirken zu lassen und die Hater dann noch mit reinzuziehen und. Gut, nun habe ich darüber auch schon wieder viel länger gequatscht, als ich darüber eigentlich erzählen wollte, aber ich wollte das einmal richtig stellen. Es gibt halt, wie gesagt, noch viel mehr richtig zu stellen, aber wie gesagt, zusammengefasst, Steffen war immer ein Hater, hat diese Festplatteninhalte damals hochgeladen, hat danach Sachen an Mimon verkauft, nachdem er das Okay vom Dräger bekommen hatte, dass er die Sachen nicht mehr haben wollte und dass er damit halt machen kann, was er will und weil Mimon das halt als Trophäe haben wollte. Punkt. Kein Diebstahl oder irgendwas. Und nochmal kurz zu Mimon, der äußert sich zu der Sache nicht, weil er im Moment genau deswegen ein Verfahren am Hals hat. Ich habe ihn gefragt, ob er dazu irgendwas sagen kann oder möchte, aber er meinte halt, aufgrund laufender Ermittlungen darf er zu den ganzen Sachen nichts sagen. Er äußert sich im Moment also nicht, weil er Best Buddies mit Katal ist, soweit ich weiß, haben die auch schon seit langer, langer Zeit gar keinen Kontakt mehr, sondern weil er einfach ein Verfahren hat im Moment und er deshalb nicht zu dieser ganzen Situation sagen darf. Also insgesamt 80% wahrscheinlich falsch zusammengedichtet und vielleicht 20% wahr in der Kerngeschichte. Aber wie gesagt, ich will jetzt auch dieser ganzen Geschichte nicht weiter Aufmerksamkeit schenken, weil ich bin der Meinung, diese komisch gestellten Interviews mit ganz vielen Schnitten kommen immer dann raus, wenn es halt um den Dräger langweilig wird und dann irgendwas wieder rausgemacht werden muss, damit ein bisschen Fake-Beef irgendwo angezettelt wird. Die merken halt, dass der Dräger aufgrund von den Hatern, ob es jetzt auf YouTube ist oder sonst wo, niemals halt Erfolg haben wird. Und da mache ich gestern Morgen das Video über diesen Boxkampf, sage, dass das totaler Müll werden wird, bombardiere somit diese tolle Idee um Rainer, die sie ja da scheinbar hatten und ein paar Stunden später kommen dann irgendwelche Lügen und Fake-Geschichten wieder raus und man wieder versucht, schlecht zu machen. Ja, ich sage auf jeden Fall weiter meine Meinung, da kann mir diese Plauenbubble auch nichts. So, und nach über 8 Minuten Gefasel machen wir jetzt hier weiter, worum es hier auf dem Kanal auch gehen soll. Die Streamer, die Videos von sich machen und online stellen, wie zum Beispiel Birella oder der Dräger. Und nicht um irgendwelche Hintergrundmanager, die mit Lügen hoffen, irgendwelche Relevanzen hochzuhalten. Schauen wir uns mal kurz ein Video von Birella an, denn die hat ein großes Loch im Moment in ihrer Kasse, da sie über ihre Bank Sachen hat zurückbuchen lassen über PayPal und da ist nun mal auf einmal ein großes Loch entstanden. Wer hätte das ahnen können? Ich hatte immer gedacht, es sind irgendwie zwischen 6.000 und 7.000 Euro, was ja schon unnormal hoch ist dafür, wenn man überlegt, dass das alles auch für irgendwelche TikTok-Geschenke rausgegangen ist. Aber in Wirklichkeit sprechen wir nur noch über eine ganz andere Summe. Wir hören da einmal kurz rein. So, ich habe neue Informationen. Morgen geht es zum Polizei. Es kann vielleicht vorkommen, dass mein Handy genommen würde wegen Beweise, dass ich ja doch keine iPhone 11 besitze. Heute komme ich noch live auf diesem Account. Vielleicht bekomme ich ein Ersatzhandy, vielleicht nicht. Das weiß ich nicht. Morgen geht es zum Polizei. Und sollte sich was ändern und auf einmal auf meine PayPal 14.000 Euro auftauchen, das wäre die beste Lösung. So, es kann sein, Leute, macht euch keine Sorgen, ich bin am Leben. Aber es kann vorkommen, dass mein Handy zum Polizisten geliefert würde und vielleicht Ersatzhandy. Macht euch keine Sorgen, falls ich nicht live komme auf diesem Account.
Die hat wirklich 14.000 Euro Schulden bei PayPal. Und warum? Wegen TikTok-Geschenken. Diese 6.000 bis 7.000 Euro, die mal vorher im Raum standen, waren ja auch aufgrund von TikTok entstanden. Da hieß es auch erst, ja, das waren irgendwelche Hacker, die mir da was gehackt haben. Und im Endeffekt ist rausgekommen, dass es ihre Geschenke waren, die ihr dieses finanzielle Loch gerissen haben. Und nun ist sie bei 14.000 Euro Schulden. Junge, Junge, Junge. Das geht wirklich bald in Richtung Drachenlady. Bald verkauft sie noch ihr Haus und will von unterwegs streamen aus dem Auto. Ja, und wenn sie dann einen blauen Ford Ranger fährt, dann muss ich mal checken, ob Rudi damals öfters mal ein paar Ausflüge nach Österreich gemacht hat. Aber naja, sie will ja nicht auf gute Ratschläge hören. Dann schauen wir mal, was die Polizei dazu sagt, wenn sie ihr das Handy gibt und die sie vermutlich erst nur komisch anschauen werden, was sie denn von dem möchte. Lassen wir uns mal überraschen. Gut, dann lasst uns mal in den Stream von Reini reinschauen und da schneide ich euch wie immer die wichtigsten Szenen raus und die besprechen wir mal. Und wir fangen mal an mit dem Wissensstand zum Tag der Deutschen Einheit. Aber seltsam ist, wieso morgen, nee, übermorgen, glaube ich, ist Feiertag, ne? Irgendjemand sagt, es ist Feiertag. Ich kenne mich mit Feiertag nicht aus. Ich krieg das nicht mit, weil ich arbeite mitten in der Woche auch. Also, Mittwoch ist Freistadt, Tino, okay? Mittwoch? Okay. Ja, dann wird heute wahrscheinlich kein Feiertag sein. Also, morgen wahrscheinlich nicht frei sein. Viele machen Montag Brückentag. Wenn am Mittwoch Feiertag ist, macht ihr am Montag Brückentag. Okay. Oder ist bei dir am Mittwoch Freitino? Hast du quasi einen Tag länger genommen in der Woche? Warte. Hast du dir am Mittwoch frei genommen und dann hast du in Wirklichkeit aber am Dienstag, musst jetzt dann quasi Montag arbeiten, hast Dienstag und Mittwoch frei und dann Dienstag ist frei. Ah ja. Ja, ist ja auch nicht so, dass es ein bedeutender deutscher Feiertag ist für jeden, der sich noch selber als Kind der 80er ansieht, so wie der Dräger das ja auch macht. Dann sollte man halt wissen, warum der 3.10. der Tag der Deutschen Einheit ist und der halt gefeiert wird. Wie gesagt, ich verlange ja gar nicht, dass er mir erklären kann, woher irgendwelche Feiertage kommen, die nur in bestimmten Bundesländern vielleicht Feiertage sind oder sowas. Aber dieses allgemeingültigen Feiertage, das könnte man doch zumindest erwarten. Damit beweist er halt nur wieder, dass er null rausgeht und null Interaktion mit irgendwelchen Außenstehenden hat. Sonst wüsste er das nämlich. Ich habe übrigens beschlossen, siehst, das habe ich ganz vergessen. Ich hoffe, ich denke morgen dran vorm Stream. Ich werde mein Abo runtersetzen, Leute. 3,50 oder so. Ich weiß gar nicht, was für Auswahlmöglichkeiten ich habe. Ja, und nun sollen die Abokosten runtergeschraubt werden, weil er und sein neuer Manager wahrscheinlich davon ausgehen, dass er wieder mehr Leute anlocken kann, die ein Abo abschließen, wenn das halt ein bisschen günstiger ist. Und generell bei den 0815-Streamern würde das auch passen, also dass die meisten halt nicht mehr als 2-3 Euro verlangen, weil die Leute halt nicht bereit sind, viel mehr dafür zu bezahlen. Bei ihm ist aber schon 50 Cent zu viel, wenn er mich fragt, weil es halt nichts gibt, was man angeboten bekommt. Es gibt halt keinen Content, der für Zuschauer und Abonnenten zugeschnitten ist. Daher wird auch der neue Preis von 3,50 Euro anstatt 6,99 nicht viel mehr an den Abozahlen bringen. Vielleicht bekommt er ein paar mehr Abos, aber das wird nicht den geringeren Preis aufwiegen, bin ich mir ziemlich sicher. Moin. Ich hab dir geschrieben, was ist los? Ja, ich hab gestern also im Stream gesehen, dass du mit Birello über mich geredet hast. Ich hab mit niemandem über dich geredet. Ich hab lediglich gesagt, dass wir bei... Habe ich mit Birella überhaupt über Merlin geredet? Erstmal habe ich mit Namen ein bisschen. Ich habe das im Restream gesehen, deswegen. Also ja, dass du eigentlich nicht über Leute lässt das, aber dann über mich redest du. Ich fand das nicht korrekt, weil wir hatten ausgemacht, dass ich habe über niemanden gelästert. Ja, und dann kam Merlin rein und wollte den Dräger zur Rede stellen, warum er negativ über Merlin redet. Er meint, hat er gar nicht. Und bei Birella hat er null negativ über Merlin geredet und überhaupt hat er ihn mit Namen nie angesprochen. Das war da eigentlich gar nicht Thema. Ich fasse das mal so kurz zusammen, weil das halt mehrere Minuten halt hin und her ging. Von wegen, doch hast du, und dann der Dräger, nein, habe ich nicht. Aber wir können es ja auch ganz schnell überprüfen, ob er bei Birella negativ über Merlin gesprochen hat und ob er da Thema war. Und das hören wir uns mal ganz kurz in einem Ausschnitt an. Gestern war ich kurz mit diesem Merlin. Das ist auch eine falsche Fuffi. Ich komme zu ihm. Allerdings, ja. Nee, ihr seht also, er war gar nicht Thema und da wurde auch gar nicht gesagt, dass Merlin ein falscher Fuffi ist und der Drache ist dann nicht drauf eingestiegen. Hier sehen wir mal wieder, wie der Drache versucht, sich rauszuwinden, obwohl es natürlich ganz offensichtlich ist, dass er hier wieder lügt. Daher vollkommen zu Recht, dass er ihn da zur Rede stellen will, weil er über ihn gelästert hat. Er meinte dann, die wollen das nicht im Live besprechen. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie dann nochmal eine Entschuldigung, lol, gibt vom Drachenlord in Richtung Merlin. Lassen wir uns mal überraschen. Naja, dann hat er auf jeden Fall noch ein bisschen gematcht und in einem Match wurde er vom Matchpartner geblockt. Das lief also wieder wunderbar. Und in einem anderen Match, das er dann später gestartet hat, hat er mit jemandem gematcht, mit dem er auch schon öfters gematcht hat. Und der Dräger meinte dann halt, dass er ihn mit 3-0 rasieren wird. Und der Matchpartner meinte auch, nee, wenn, dann gewinne ich 3-0. Und jetzt gehen wir rein in das Match, wo der Matchpartner schon 2-0 führt, also das dritte Match jetzt gleich anfängt. Und wir hören uns das mal an, was da gesagt wird.
So. Zwei Bada boom, danke schön, Leute. Bada boom, danke schön. Ja, ja, warte mal ab. Nein, ich will einmal von dir hören, wie viel steht? Ja, 2-0, habe ich schon zweimal gesagt jetzt. Dankeschön, Leute, haut mal rein. Für mich? Du weißt, ne? Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, für wen? 2-0? Leute. Ja, für dich. Aber wie gesagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Für dich? Wie heißt ich? Für wem? Gleich steht's 1-0 für mich. Leute, haut raus, Leute. Ja, also wenn ihr euch gefragt habt, wie man Ergebnisse richtig zusammenzählt und man 2-0 hinten liegt im Matches und dann eines gewinnt, es dann 1-0 für den Drachenlord steht. Findige Zuseher hätten jetzt wahrscheinlich gedacht, es steht dann 1-2, aber nein, nein, es steht dann 1-0 für den Drachenlord. Ja, und wir springen zum Matchende, denn da gibt Forever dem Matchpartner noch ein paar Geschenke und das bringt unseren Profi-Streamer ein bisschen aus der Kontenance. Ja, Leute, passt auf, es geht in die heiße Phase, Leute. Die werden mit 3.000 bis 4.000 mindestens raussnipen. Also wir brauchen mindestens 4.000 Punkte am Ende, schätze ich mal. Bitte, Leute, haut raus. Wir müssen echt schauen, dass die uns nicht rasieren. Die werden uns rasieren, Leute. Die werden uns rasieren. Oh Gott, die kommen. Bitten? Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst. Ach, Mann, ich hab's doch gesagt. Genau wie ich gesagt habe, mit 3.000 Punkten haben sie gesniped. Ich hab's gewusst, Leute. Ich hab's gewusst. Forever, der tiefste Kreis der Hölle ist reserviert für Verräter. So, Forever. Wer kann? Du hast gewonnen. Alles gut, aber wie gesagt, der tiefste Kreis der Hölle ist für Verräter, ne? Egal wie oft wir gegen dich spielen, wir werden gewinnen. Wie immer, hör mir mal zu. Darauf würde ich nicht warten, aber würde wetten, aber wie gesagt. Du hast 4 Wins hast du gehabt. Du hast gesagt, du machst auf meinen Nacken 7. Wie viel hast du jetzt? Wie viel habe ich jetzt? Tut mir den Gefallen und mach nicht so viel Fitner. Merkt ihr das, wie es ihn ankotzt, dass er nicht einmal gewonnen hat? Er ist gerade richtig gekränkt und muss sich nun richtig zurückhalten. Interessant auch zu sehen, wie er damit nicht klarkommt, dass andere ihren Sieg auskosten, nachdem er selber ja vorher große Reden geschwungen hat, von wegen, ich rasiere dich 3-0. Naja gut, wir kommen jetzt nochmal zu meinem persönlichen Highlight des Streams. NPC, das ist Computerspielcharakter, also ein programmierter Charakter in einem Videospiel. NPC heißt Not Gaming Player. Ja, und da bin ich fast zusammengebrochen, als ich den Stream geschaut habe. Aber ich habe herausgefunden, NPC steht tatsächlich für Not Gaming Player, auch wenn die Buchstaben natürlich überhaupt nicht passen. Aber ich habe hier einen Not Gaming Player gefunden und den blende ich euch mal ein. Willkommen, Reisender. Ich habe eine Aufgabe für einen tapferen Helden wie dich. Besorge mir 5 Ofenkäse und haue 20 Heidern die Prügel raus. Na, würdet ihr die Quest annehmen? Ja gut, auf jeden Fall ging es dann nochmal um Englisch und der Träger zeigt uns nochmal, was er bisher so gelernt hat, denn er sagte ja letztens, dass er sich weiterbilden möchte und im Moment versucht, besser Englisch zu lernen. Becomes I more hate. My hate is only on German. When I speak English, I had more hate on the planet. And no, I will not more hate forever. Not on the world, not on the planet. No, not more English. No, not hate. Ja, ob das jetzt eurer Meinung nach schon ein wenig besser geworden ist, das überlasse ich mal euch. Ihr könnt das ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn, dann muss er ja sowieso nur noch an seinem englischen Wortschatz arbeiten, denn die Aussprache hat er ja schon immer sehr gut drauf, seiner Aussage nach. So, in diesem Sinne sage ich dann auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video sage ich, Metal auf, meine Freunde!